Obwohl unser Körper in der Lage ist, sich von Zeit zu Zeit selbst zu reinigen, gibt er uns auch Hinweise darauf, dass zusätzliche Hilfe benötigt wird. Das Immunsystem, die Nieren und die Leber arbeiten gleichzeitig daran, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, sobald sie in ihn gelangen. Wenn diese Gifte jedoch die Fähigkeit des Körpers, sie zu entfernen, übersteigen, werden sie über lange Zeiträume in uns gespeichert, bis wir Maßnahmen ergreifen, um sie vollständig zu entfernen. Wenn du die folgenden Anzeichen an dir feststellst, ist es höchste Zeit, deinen Körper zu entgiften. Nummer 1. Gewichtszunahme. Hast du eine anhaltende Gewichtszunahme festgestellt, obwohl du Kalorien zählst und Sport treibst? Vielleicht ist eine Überlastung mit Giftstoffen daran schuld. Viele Gifte sind lipophil, was bedeutet, dass sie im Körperfett gespeichert werden. Lipophile Gifte enthalten Pestizide und Dioxine, die den Körper veranlassen, mehr Fettzellen zu produzieren, um mehr Gifte darin zu speichern. Das macht es fast unmöglich, Gewicht zu verlieren, bis du die Giftstoffe im Körper losgeworden bist. Nummer 2. Ständige Müdigkeit. Bekommst du mehr als genug Schlafstunden, fühlt sich aber trotzdem ständig müde? Eine Überlastung mit Giftstoffen könnte der Grund dafür sein. Wenn dein Körper mit zu vielen Giftstoffen belastet ist, bedeutet das viel Stress für deine Nebennieren. Eine langfristige toxische Belastung kann zu einer Nebennierenermüdung führen, durch die du dich erschöpft und schläfrig fühlst. Außerdem können einige Gifte wie Koffein die Nebennierenfunktion negativ beeinflussen, indem sie deinen Körper dazu zwingen, wachsam zu bleiben, während er damit kämpft, Giftstoffe auszuspülen. Nummer 3. Schlaflosigkeit. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper ständig wach und gestresst ist, liegt vielleicht ein Ungleichgewicht in deinem Cortisolspiegel vor. Cortisol ist ein Hormon, das der Körper vor allem abends ausschüttet, um Stress abzubauen. Bei gesunden Menschen ist der Cortisolspiegel morgens hoch und sinkt im Laufe des Tages immer weiter ab. Wenn der Cortisolspiegel im Ungleichgewicht ist, steigt er am Abend an. Das bedeutet, dass du dich abends energiegeladener und aktiver fühlst als am Morgen. Langfristige Schlaflosigkeit führt dann zu ernsten Gesundheitsproblemen wie Herzkrankheiten. Deshalb ist es wichtig, dass du entgiftest, wenn du das Gefühl hast, dass ein Cortisol-Ungleichgewicht die Ursache ist. Nummer 4. Beeinträchtigung des Denkens. Giftstoffe können das Gehirn direkt beeinflussen. Dazu gehören Monoatriumglutamat und Aspartam. Wenn du tagsüber ohne besonderen Grund ständig abwesend bist, kann eine hohe Vergiftung der Grund dafür sein. Sowohl Aspartam als auch MSG haben die Fähigkeit, Gehirnzellen abzutöten und die Oxidation des Gehirns zu verhindern. MSG ist normalerweise in stark verarbeiteten Lebensmitteln und Fleisch enthalten, während Aspartam in zuckerfreien Getränken, Kaugummi und Zahnpasta zu finden ist. Es ist wichtig, diese Excitotoxine aus deiner Ernährung zu streichen. Nummer 5. Unerklärliche Kopfschmerzen. Wenn du ständig unter unerklärlichen Kopfschmerzen leidest, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass deine Giftstoffwerte höher als normal sind. Giftstoffe, die das Gehirn beeinträchtigen, können auch nach dem Verzehr von Lebensmitteln, die diese Stoffe enthalten, zu anhaltenden Kopfschmerzen führen, wie wir bereits erwähnt haben. Es gibt jedoch noch weitere Giftstoffe, die zu Kopfschmerzen führen können, zum Beispiel Lebensmittelfarben, Konservierungsstoffe und Schwermetalle. Nummer 6. Stimmungsschwankungen. Wenn du im Laufe des Tages Stimmungsschwankungen erlebst, ist das ein Zeichen dafür, dass in deinem Körper ein hormonelles Ungleichgewicht herrscht. Giftstoffe wie Xenoöstrogene verursachen hormonelle Ungleichgewichte, die beide Geschlechter betreffen können. Xenoöstrogen ist eine synthetische Hormonmischung, die im Körper wie Östrogen wirkt. Nummer 7. Unangenehmer Körpergeruch. Wenn du ständig unter schlechtem Atem, übel riechenden Blähungen und schlechtem Stuhlgang leidest, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Leber und Dickdarm damit zu kämpfen haben, eine hohe toxische Belastung zu beseitigen. Wenn du das Gefühl hast, über längere Zeit aufgebläht zu sein, du keinen Hunger hast und der schlechte Körpergeruch hartnäckig ist, musst du deinem Körper helfen, die Giftstoffe auszuspülen. Versuche es mit Mariendistel, Olivenöl und Zitronensaft, um eine vollständige Spülung durchzuführen und die Leber effektiv zu entgiften. Und Nummer 8. Verstopfung. Es ist wichtig, dass wir tägliche Abfallstoffe aus unserem Körper entfernen. Wenn du aufgrund eines Mangels an Antioxidantien in deiner Ernährung nicht jeden Tag Stuhlgang hast, werden die Giftstoffe in deinem Blutkreislauf aufgenommen und sammeln sich dort an. Viel Wasser trinken und eine Ernährung, die reich an Antioxidantien und Ballaststoffen ist, kann Verstopfung und Blähung beseitigen und verhindern, dass Giftstoffe in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.